Es muss eine logische Erklärung geben. Mir wäre schon teilweise geholfen, wenn ich es irgendwie hinkriegen könnte, dass ich das. Wenn ich den Schalter da unten aktiviert kriegen würde, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das dann machen soll. Die Tafel hilft mir auch nicht wirklich weiter, oder? Ändert sich auch nur das mittlere Symbol. Ich muss nicht echt in eine Komplettlösung gucken. Och Mann, ich will nicht in eine Komplettlösung gucken. Mann, Mann, Mann. Guckt euch das an, ich habe irgendwas geschafft. Wie habe ich das gemacht? 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 Yay.
Schalter ist verrostet. Passiert einfach gar nichts. Ich kann hier auch nichts mitnehmen. Ich würde ja lachen, wenn ich die Flagge da unten mitnehmen könnte. Tja, es ist irgendwie das total unlöse. Wieder stockend. Ich finde, der Charakter bewegt sich eigentlich relativ flüssig. Und wenn, dann liegt es einfach daran, dass das Spiel, naja, dass das Stream vielleicht nicht so flüssig läuft. Es muss alles einen Sinn haben, aber die Frage ist, welchen Sinn muss man, den Sinn muss man erstmal erkennen. Ich denke hier, dass der verschiebbare Stein dafür gedacht ist, dass man den oben auf die Plattform schiebt. Aber ich weiß nicht, wie das gehen soll. Dieser verschiebbare Stein nicht zufällig irgendwie was bringt, dass ich den hier hinschiebe, was es nicht tut. Naja, sind die Rätsel schwer? Was definierst du als schwierig? Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr interessant gestrickt, dass man keine Ahnung hat, was man machen soll. Ich komme jedenfalls nicht auf die Lösung.
Es ist jetzt schon, sind jetzt schon 3 Folgen und ich habe keinen Fortschritt. Es ist doch unglaublich. Alter Schwede, ich hänge so hart fest. Ich habe auch schon nachgedacht, wie verrückt, was ich tun soll, aber... Das mit den Farben war jetzt meine letzte Hoffnung, oder beziehungsweise mit dem Schalter, aber ich habe keine Ahnung, was mir das jetzt bringt. Ich habe zwar herausgefunden, hey, ich kann Farben kombinieren und hey, ich habe einen Schalter, womit ich Plattform ändern kann, aber was bringt es mir? Ich habe keine Ahnung. Das ist das Problem. Oh Gott. Es ist so unglaublich wenig. Und ich will eigentlich die Zuschauer, also die Leute, die mein LP dann tatsächlich mal verfolgen, wenn das überhaupt irgendeiner macht, will ich dann ja nicht mit so vielen Parts abspeisen, wo überhaupt nichts passiert. Gut, okay, da ich ja sowieso voraufnehme, wird das eh eine Riesenwelle an Uploads sein, aber trotzdem. Nein, in Zelda-Teilen, da sind immer logische Rätsel, also sind immer Rätsel, die man relativ leicht lösen kann, wisst ihr? In diesem Spiel sind Rätsel, bei denen du wirklich nachdenken musst. In den Zelda-Spielen, da maximal 5 Minuten denkst du nach. Maximalst. Und das auch nur, wenn wirklich auf dem Schlauch stehst. Oder die Rätsel absolut unlogisch sind. Aber hier sind die Rätsel alle logisch. Alle! Und das ist... Dann kommt dazu, dass sie wirklich kompliziert sind. Ah! Welches Farbrätsel in Oracle Seasons? Ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern. Ach so, das. Ja, gut. Das war unlogisch. So kurios.